was halt ein jeder kennt, ist halt ein Programm. Das ist halt, was jemand schon programmiert hat. Und bei dem Machine Learning geht das Ganze quasi andersrum. Das sind nämlich alles Methoden, wo der Computer sich sozusagen selber programmiert. Machine Learning ist der Oberbegriff. Das ist eben die Menge aller Methoden, die verwendet werden, dass so ein Computer sich selber programmieren kann. Wir wollen aus Daten Informationen herausholen und eben auch visuell präsentieren. Unser Output und unser Feedback an den User, warum denn diese Entscheidung so, die Entscheidung so getroffen wurde, korrekt ist. Von Steinzeit bis Hochtechnologie haben wir in Österreich alles. Wir haben in der eigenen Produktion die Themen gehabt, ja, Stillstandszeiten verringern, Verfügbarkeiten erhöhen, Werkzeugbrüche voraussehen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren einfach mal aus, was passiert, wenn wir mit Machine Learning diese Daten interpretieren, also trainieren und dann interpretieren. Interessanterweise haben wir festgestellt, dass die Rückfragen um 40% gesunken sind. Da wir immer mehr diesen Einsatz von Machine Learning erleben werden in der Zukunft, ist das eine Technologie, die auch sicher im Einsatz sein sollte. Die muss eigentlich vielleicht auch überprüft werden. Von Anfang an mitgeprüft wird, wie das Ganze entwickelt wurde, welche Daten zum Einsatz kommen. Und ja, wenn man obendrauf noch einen Algorithmus verwendet, der eine gewisse Erklärbarkeit bietet, dann ist man schon ein ganzer Schritt weiter. Also ich würde hier eigentlich sehen, dass eine gewisse neue Form von Cybersecurity auch dort auf uns zukommt, dass ebenfalls die Modelle abgesichert werden müssen in einer gewissen Form. Die Artificial Intelligence oder das Machine Learning oder den Computer, was auch immer, als einen Kollegen sieht, nicht als eine Blackbox, die mir einfach nur eine Zahl vor den Latz knallt und sagt, das ist es jetzt. Ich muss die richtigen Fragen formulieren. Ich muss die richtigen Daten haben, um die Fragen zu beantworten. Und ich muss die Modelle entsprechend designen, damit sie diese Fragen auch beantworten können. Und im Best Case liefere ich auch noch eine Erklärung dazu. Aber das muss für den Nutzer schon eine gewisse Transparenz haben, damit sich der sicher fühlt. Und wenn ich die Akzeptanz vom Endanwender nicht habe oder das Vertrauen, dann wird das nicht funktionieren. Wir werden diese Lernkurven immer ein Stück weit haben und ein Stück weit auch mal Systeme haben, die dann doch nicht hundertprozentig perfekt funktionieren, auch wenn wir glauben, dass wir Menschen 100% perfekte Technologie gestalten könnten. Das wird leider immer ein Irrglaube bleiben. Von was spricht man und hat man dasselbe Verständnis? Da quasi eine gemeinsame Sprache herzustellen, ist ein Riesenthema auch für den Anwender, dass der das versteht, von was redet der Mathematiker, der Datenbankentwickler. Und das ist ein Riesenthema auch in unserer Branche. Ich vertraue nicht unbedingt etwas, wo ich nicht genau weiß, wie es funktioniert. In dem ganzen Bereich erklärbarer KI sind wir auch bei der Forschung noch am Anfang. Ich denke, da werden noch weitere Fortschritte gemacht werden. Es gibt schon erste Ergebnisse, aber es ist noch lange nicht fertig. Es ist auch für uns schwierig, manchmal immer up-to-date zu bleiben. Ich möchte auch daran erinnern, dass die AI versucht, das menschliche Gehirn zu simulieren. Aber ich glaube nicht, dass wir in Zukunft bei der Komplexität der Modelle, die gebaut werden, im Detail verstehen können, was da passiert. Wir verstehen ja auch nicht unseren Mitmenschen hundertprozentig. Das ist ja auch dieses Eisbergbild. Wir verstehen immer 10% von dem, was wir sehen und was wir interpretieren können. Aber wir können aus anderen Ableitungen, die wir haben, Vertrauen entwickeln zu Menschen. Und das können wir auch zu Systemen, wenn wir bestimmte Rahmenbedingungen gegeben haben. Wenn ich zukünftig als Unternehmen auch erfolgreich sein will, dann werde ich auch digitale Services anbieten müssen. Ich werde datengetriebene Geschäftsmodelle auch ein Stück weit haben. Und da wird KI eine wichtige Rolle spielen. Wo stehe ich mit meiner Datenqualität? Wo stehe ich mit meiner Sensorik? Und diesen Start, wenn ich ihn noch nicht gemacht habe, muss jeder jetzt schon machen. Weil das ist quasi die Basis für alle zukünftigen Dinge. Man darf vielleicht keine Wunderdinge erwarten, aber man sollte jetzt Erfahrungen sammeln, damit man dann, wenn man wirklich auch sagt, ich sehe, wie mein Markt sich verändert, handlungsfähig ist, dann schon mit stabil guter Qualität auch auf diese Modelle umschwenken zu können und diese nutzen zu können. Das jetzt starten mit einem kleinen Budget, mit einem kleinen Teil, Infrastruktur aufsetzen, ist eigentlich aus meiner Sicht ein Gebot der Stunde.